Sehr geehrte Präsidentin, liebe Damen und Herren, ja, wir hören es hier, es soll also jetzt ein anderer Wind wehen. Mich beunruhigt das, und nicht einfach nur, weil wir anderer Meinung sind. Ich finde, das gehört politisch mit dazu. Nein, mich beunruhigt das, weil hier auf Gedeih und Verderb eine Kehrtwende vollzogen werden soll, nur damit man eine Kehrtwende macht. Sie schieben hier, werte Kollegen von CDU und FDP, Akzeptanz als Argument vor, wollen angeblich einen Ausgleich der Interessen. Aber wenn man sich Ihren Antrag wirklich mal anguckt, ausgeglichen sind Ihre Forderungen wahrlich nicht. Weder haben Bürgerinnen und Bürger etwas davon, noch Unternehmen, nicht die Kommunen, nicht der Wald, nicht die Umwelt und erst recht nicht der Klimaschutz. Eben sprach Ministerpräsident Laschet davon, dass Sie hier auch den Übergang ins Zeitalter der regenerativen Energien gestalten wollen. Das hört sich erstmal gut an. Auch Herr Untrieser ging in diese Richtung. Aber ehrlich gesagt, es fühlt sich an, als wenn Sie das Tempo auf Schneckentempo abbremsen wollen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen dieses erneuerbare Zeitalter gar nicht mehr selbst erleben, ich aber schon. Und deswegen zeigen ja nicht nur die aktuellen Wetterextreme der letzten Zeit, dass man nicht mehr nur reden muss, sondern auch wirklich handeln und nicht so kontraproduktiv, wie Sie das hier tun. Sie beschwören hier mit Ihren Äußerungen, ehrlich gesagt, die Bürgerproteste geradezu herauf und befeuern sie auch noch, nur damit Sie Argumente für Ihren Feldzug gegen die Windenergie haben. Und damit halten Sie eine ganze Branche wirklich im Würgegriff für Ihre Ideologie. Ich finde es traurig, dass ein Wirtschaftsminister, der die Interessen einer Branche mit 20.000 Arbeitsplätzen einfach egal zu sein scheint. Als es im Bund vor ein paar Jahren um die Kohleabgabe ging und das zur Diskussion stand, ob man das in den nächsten Jahrzehnten, also eine Perspektive da macht, da wurde nachts der Bundeswirtschaftsminister aus dem Bett geklingelt. Und da ging es eben darum, nicht von heute auf morgen, sondern um eine lange Perspektive. Und damals sollte es um 8.900 Arbeitsplätze perspektivisch im Braunkohlebereich gehen. Ein Bereich, den es früher oder später, das haben wir ja eben gehört, sowieso nicht mehr geben wird. Bei der Windenergie haben wir es dagegen mit einer zukunftsfähigen Branche zu tun. Überall auf der Welt boomt das Geschäft, aber aus Berlin kommen Ausbaudeckel und Ausschreibungen, die es NRW sowieso schon schwer genug machen. Und Herr Untrieser, da wäre es auch gut gewesen, nicht nur über aktuelle Genehmigungen zu reden, sondern auch davon, dass bei der letzten Ausschreibungsrunde im August kein einziger Zuschlag nach Nordrhein-Westfalen ging und das, obwohl die meisten Gebote von hier gaben. Wo ist da Ihr Einsatz, Herr Wirtschaftsminister Pinkwart? Aber anstatt dass Sie oder die angeblich so wirtschaftsfreundlichen schwarz-gelben Koalitionsfraktionen beunruhigt, wollen Sie der Branche noch welche mitgeben. Und damit muss man sagen, ist der Windenergieerlass ja noch lange nicht das Schlimmste. Ihre Forderung nach der Abschaffung der baurechtlichen Privilegierung von Windenergie schlägt dem fast den Boden aus. Es ist an Scheinheiligkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten, wenn Sie hier behaupten, es gäbe eine Verpflichtung zur Ausweisung von Windvorrangzonen und Sie würden jetzt die Kommunen stärken. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mit einer Abschaffung der baurechtlichen Privilegierung würden Kommunen Steine in den Weg gelegt werden, die noch größer sind als der kahle Asten. Sie haben eins geschafft. Es ist klar, was der Windenergiewende droht, wenn es nach der Bundestagswahl auch im Bund Schwarz-Gelb geben sollte. Die systematische Zerstörung der Energiewende würde das heißen, und dagegen werden wir uns wehren. Und daneben gibt es ja ehrlich gesagt dann auch noch einen politisch traurigen Aspekt. Dass Ihnen der Klimaschutz nicht mehr wert ist als ein paar Lippenbekenntnisse, ist ja nichts Neues. Aber dass Sie, werte Kollegen der CDU, sich so von dieser FDP treiben lassen und wie bereitwillig Sie auf einmal bei deren Feldzug mitmarschieren, finde ich schon erstaunlich. Ich kann mich noch an ganz andere Töne erinnern. Lieber Herr Hovenjürgen, schön, dass Sie sich hier hinsetzen und das auch aushalten, weil ich habe andere Dinge von Ihnen hier gehört. 2015 haben Sie noch kritisiert, dass der Ausbau hierzulande auf einem niedrigen Niveau dümpelt. Ihnen ging das alles nicht schnell genug, was wir gemacht haben. Und Sie haben immer gesagt, dass Unsicherheit droht. Und genau das machen Sie aber jetzt. Sie verunsichern die Kommunen, Sie verunsichern die Investoren. Und diesen Sinneswandel von Ihnen kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich hoffe, Sie können da morgens noch gut in den Spiegel gucken. Wir diskutieren natürlich gerne weiter mit Ihnen über diesen Antrag.
aber dass Sie mit ihm und dem Entwurf des Windenergieerlasses die Unsicherheit schüren und wissentlich Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, kann ich nicht akzeptieren. Denn für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kleinen Planungsbüros, den mittelständischen Maschinenbauunternehmen und Industriebetrieben ist das Ganze kein Spiel, sondern bittere Realität. Daher rufe ich vor allem die Kollegen der CDU auf, die vor nicht allzu langer Zeit eben noch ganz andere Töne angeschlagen haben. Machen Sie dieses Spiel der FDP nicht länger mit. Wir brauchen eine verantwortungsbewusste Politik, die weder Arbeitsplätze noch den Klimaschutz gefährdet. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Und für die Landesregierung spricht jetzt Minister.